Ich grüße euch. Heute scheint die Sonne. Ich bin fleißig am Üben für die Tour und wollte euch bei der Gelegenheit einfach mal meinen neuen Home- und Tourblog vorstellen. Das sind viele kleine Videoschnipsel, bei denen man mich sieht, wie ich zusammen mit anderen Musik mache, wie mein Alltag als Pianist aussieht und was für Menschen ich da begegne. Wenn euch das gefällt, dann lasst es mich wissen. Dann gibt es in Zukunft mehr davon, sogar sehr regelmäßig. Macht euch einen Eindruck und jetzt erstmal viel Spaß damit. Wir grüßen euch. Ich bin hier gerade auf Sri Lanka und da hinten sehen wir Anne und Philipp. Yeah! Und wir sind hier an einem wunderschönen Strand. Und heute Abend geht's zurück nach Berlin. Ich habe einen neuen Song hier geschrieben und wir haben gleichzeitig gechillt. Ja, gechillt. Genau. Also zieht es euch nochmal rein und wir sehen uns gleich in Deutschland. Es ist Sonntag und ich probiere meinen ersten Song zu schreiben, der einen richtig jazzy Einfluss hat. Und da gibt es dann zum Beispiel auch solche Parts. Ich grüße euch. Ich arbeite gerade an den Streicherarrangements für das Philharmoniekonzert. Und ja, die klingen wie folgt. Hört mal hin. On the brain, ooh, more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, your light hits the gloom on the grave. Now that your rose is in bloom, your light hits the gloom on the grave. Thank you.
ich gerne noch einfach nur zur Vollständigkeit diesen Brückenpart da einfach notieren, damit wir es schon mal haben. Einfach damit diese Arbeit gemacht hat. Diese anderen Akkorde kann man immer noch ändern. Mhm. Aber damit die auch mit drin sind. Ich zeig dir mal noch einen Part, mit dem man so, ich hatte noch als, kann man noch verfeinern, aber mhm. als, wir könnten auch hier drin. Cis H. Ich bin hier gerade Backstage in Zürich, der Saal heißt Karl der Große. In 30 Minuten geht's los und ich habe noch 20 Minuten, um ein bisschen runterzufahren. Und habe hier wunderschöne Yogamatten entdeckt, überdimensionale sozusagen. Davon schnappe ich mir jetzt eine und werde darauf nochmal meinen Closed-Körper-Yoga praktizieren, um meinen Rücken etwas zu entlasten. Yeah. Wow, shit, Wasser! Ich bin hier gerade zu Hause und mache Musik. Ich bereite einen Song für die neue EP vor, die Ende Oktober kommt. Und zwar den Song All the Pretty Doors, all die schönen Türen. Erstmal mit Samples, sprich aufgenommenen Streichern. Die klingen so, zum Beispiel Cello gezupft oder Cello gestrichen. Klavier. So klingt das. Und ja, das ist ganz viel Programmierarbeit letzten Endes. Ganz viel Arbeit und Geklicke am Rechner, um diesen Song erstmal vorzubereiten, um ihn dann später nochmal im Studio mit den echten Streichern aufzunehmen. Und hier ein kleiner Ausschnitt, so klingt das. Ich bin hier gerade mit dem Rad an der Passionskirche vorbeigefahren in Berlin-Kreuzberg und ich dachte, ich zeige euch ganz kurz mal, wo ich am 9.12. spielen werde, weil gerade das Licht so wunderbar durch die Kirchenfenster scheint und man einen kleinen Eindruck bekommt. Nochmal ehrlich unter uns, ich würde gern Danke sagen. Trotz den Gewittern, ich schau mich um, ich seh dieselben alten Kisten tragen. So, wir nehmen jetzt was auf. Cello.
Ja, das war der erste und zugegebenermaßen ziemlich wilde Videoblog von mir. Lasst mich wissen, ob ihr mehr sehen wollt. Und jetzt gibt es erstmal für euch die Tourtermine, denn es stehen auch dieses Jahr ziemlich viele Konzerte an. Mehr kommen dazu. Hier schon mal ein paar. Bis bald.